Ich freue mich sehr, Sie zu dieser Veranstaltung heute im Festsaal des Erzbischöflichen Palais begrüßen zu können. Ich kann nicht nur Sie hier begrüßen, sondern auch alle, die von zu Hause online dabei sind. Damit erweitert sich der TeilnehmerInnenkreis. Das Thema lautet sehr allgemein: Zeichen der Zeit. Und die Veranstaltung macht einen Bogen vom Zweiten Vatikanischen Konzil, begonnen 1962, über die Wiener Diözesansynode 1969 bis 1971 zum weltweiten gesamtkirchlichen synodalen Prozess, der heuer gestartet ist und bis 2023 laufen soll. Also wir decken in dieser Veranstaltung einen Bogen von an die 60 Jahre oder über 60 Jahre ab. Der Anlass war allerdings das 50-Jahr-Jubiläum des Abschlusses der Diözesansynode und wir wollten schauen, was ist da passiert. Es ist ja für die meisten von uns ja Geschichte. Was ist vielleicht noch an wertvollen Impulsen da? Was könnte noch oder müsste noch aufgegriffen werden? Und die Fragestellung, die dazugekommen ist, das gebe ich zu, ist, welche Impulse könnten auch oder wären auch notwendig für den jetzt gesamtkirchlichen Prozess. Ich darf die Referierenden oder Impulsgebenden begrüßen. Zunächst Pastoralamtsleiter Dr. Markus Beranek, der eben auch für den gesamtkirchlichen synodalen Prozess verantwortlich ist, der eben auch die Veranstaltung angestoßen hat. Herzlich willkommen. Dann drei Zeitzeugen oder besser Akteure der Diözesansynode, jetzt in alphabetischer Reihenfolge, Universitätsprofessor Dr. Martin Jeckle. Dann Dr. Peter Pawlowski. Und Professor Josef Weißmeier. Ja, und mit besonderer Freude möchte ich auch noch einmal Weihbischof Helmut Kretzel begrüßen. Er war auch an der Wiener Diözesansynode maßgeblich beteiligt und steht, glaube ich, wie kein anderer in der Kirche Österreichs für das Konzil, das ja in der Synode konkret umgesetzt werden sollte. Herzlich willkommen. Ja, ich darf dich, Markus, um eine Einleitung bitten. Ja, grüß Gott und einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass der Abend heute stattfinden kann und dass wir auch hier in Präsenz zusammen sind und einen herzlichen Gruß auch allen, die mit uns verbunden sind. Als einer, der 1970 geboren ist, habe ich natürlich die Wiener Diözesansynode unmittelbar nicht live mitbekommen, aber vielleicht doch mit der Muttermilch. Und ich glaube, dass die Kirche von Wien, in der ich aufgewachsen bin, doch sehr nachhaltig von der Wiener Diözesansynode geprägt war, geprägt ist. Für mich sind es zwei Aspekte, wo ich merke, so von meiner Kirchenerfahrung als Kind, als Jugendlicher, die sich besonders stark eingeprägt haben und die sich, glaube ich, auch der Synode und natürlich vor allem auch dem Konzil verdanken. Das ist auf der einen Seite, dass wir alle Kirche sind, nicht als ein kämpferischer Ruf, sondern als ein ganz großes Bewusstsein. Kirche sind alle, die getauft sind. So dieses Wort vom gemeinsamen Priestertum aller Getauften ist mir schon in meiner Heimatpfarre begegnet, habe ich dann in den letzten Jahren durch den Pater Mitterstiller noch einmal ganz neu entdeckt. Und so für mich die zweite ganz wichtige Kirchenerfahrung, wo, glaube ich, auch die Synode noch einmal einen wichtigen Impuls dazu gegeben hat, Kirche ganz konkret in der Gemeinschaft mit anderem, und das war eben jetzt auch ganz wesentlich meine Heimatpfarre im 5. Bezirk, zu leben und zu erleben und wo ich bis heute mitnehme, Kirche braucht konkrete Menschen, konkrete Gesichter, mit denen du Glauben und Leben teilen kannst und den Rahmen oder den engen Kreis hinaus auch in die Welt hinein wirksam werden kannst. Wenn ich dann so weiterschaue in meine eigene Kirchengeschichte hier in der Diözese in den letzten Jahren,
in dem Unterwegssein von Kirche als Kirche von Wien waren für mich die Stationen unserer 5 Diözesanversammlungen schon ganz wichtige Momente der Kirchenerfahrung. Schon auch Momente, wo ich das Gefühl gehabt habe, auch auf unsere Diözese auch wirklich stolz zu sein, sodass das möglich ist, dass so unterschiedliche Leute zusammenkommen, dass teilweise über manche Grenzen hinweg Begegnungen möglich werden, durchaus auch Spannungen sichtbar werden, aber doch auch als ein Weg und als ein ganz konkreter Versuch von gelebter Synodalität. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass wir in der Diözese, durchaus auch in anderen Diözesen, schon noch ein Stück noch auf der Suche sind. Was heißt das jetzt ganz konkret, diesen synodalen Prozess, den der Papst angekündigt hat, vor dem Sommer umzusetzen? Und wir werden ja dann noch weiter drauf zu reden kommen. Ich habe gleichzeitig den Eindruck, er ist da geleitet von einer ganz großen Vision von Kirche, die davon geprägt ist, dass Menschen einander auf Augenhöhe begegnen, den Mut zum offenen Wort haben, achtsam einander zuhören und indem sie das tun, kann etwas Neues entstehen, weil sie hellhörig werden für das Anrufen des Geistes Gottes. Und wenn dieser heutige Abend dazu auch einen Beitrag leistet, dann freut mich das ganz gewaltig. Ja, vielen Dank für diese persönliche Einführung. Wir kommen jetzt zum Zentralthema Wiener Diözesansynode. Ich habe schon gesagt, es ging um die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse, um die Verlebendigung der Gemeinden. Ungewöhnlich war, dass die kirchliche Basis auch sehr stark eingebunden war in diesen Prozess. Es war nämlich hier etwas kirchenrechtlich völlig Neues, was hier geschehen ist. Normalerweise war in einer Synode laut Kirchenrecht nur Kleriker als Teilnehmer vorgesehen. Und es war damals so, wie es überliefert ist, Kardinal König telefonierte nach Rom, damit auch Priester, Ordensleute und Laien in die Synode berufen werden konnten. Also etwas für heutige Vorstellungen unvorstellbar. Kardinal ruft an, er möchte das so und so machen und es geht. Also das ist eine wirklich bemerkenswerte Sache. Und das Zweite ist, dass das wird der Referent des nächsten Impulses genauer sagen, es wurde an der Basis wurden die Texte diskutiert, auf Punkt und Beistrich. Es wurde wirklich an den Texten gearbeitet. Und das wurde dann auch in die Synode gebracht. Ja, aber wie gesagt, das sind nur zwei Andeutungen. Genaueres aus eigener Anschauung kann Ihnen jetzt Professor Josef Weißmeier sagen. Er ist im Rahmen der Akademie am Dom der theologischen Kurse kein Unbekannter. Vielleicht zwei Eckdaten. Er hat an der Universität Wien dogmatische Theologie und Spiritualität gelehrt, jahrzehntelang und seit 1967 auch bei den theologischen Kursen schwerpunktmäßig diese Fächer vertreten und das Konzil, seine Umsetzung, die Erschließung der Dokumente war auch seit den 60er Jahren eines seiner wesentlichen Anliegen. Ich darf Sie bitten, zu drei Stichworten jetzt uns einen Einblick zu geben. Die Synode als Prozess theologischer Erwachsenenbildung, das ist ein bisschen das, was ich gesagt habe, Arbeit an den Texten, an der Basis. Und dann zu den zwei Stichworten Mitverantwortung der Laien und Neuordnung der Sakramentenpastoral. Sie haben das Wort, Herr Professor. Ja, darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. 50 Jahre ist es schon her und manche Erinnerung ist natürlich verblasst an das konkrete Diözesansynodengeschehen.
Und es ist schön, dass wir das eigentlich in eine solche Reihe, in die Mitte einer solchen Dreierreihe bringen. Vom Konzil, der Diözesansynode und jetzt dieser Entwurf oder dieser Impuls, den Papst Franziskus gegeben hat. Es geht ja dann um Vorarbeiten eigentlich für eine ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode 1923, aber der Prozess soll ja oder hat eigentlich, zumindest der Startschuss ist schon gegeben worden, hat schon begonnen. Die Synode war natürlich eng verknüpft mit dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils. Im Dekret für die Bischöfe, in einem dieser Konzilsdekrete, ist ja den Bischöfen überhaupt aufgetragen worden. Sie sollen also diese Impulse des Zweiten Vatikanischen Konzils auf der Ebene der Diözesen zu verwirklichen versuchen. Bedeutete natürlich auch einmal Studium der Dokumente des Konzils. Und es war das eine Zeit, diese Phasen der Wiener Diözesansynode, auch für mich, dass man die Texte wirklich studiert hat. 1966 erschien in erster Auflage das kleine Konzilskompendium, herausgegeben von Karl Rahn und Herbert Vorgrimmler. Ich besitze, glaube ich, habe das sogar mit, die 20. Auflage aus dem Jahre 1987. Ich weiß nicht, wie hoch die Auflagen jetzt schon sind. Aber es waren also so eine handsame Zusammenstellung, beziehungsweise ganz wörtliche Übersetzung, aber eine handsame Ausgabe, dass man diese Texte studieren konnte und musste auch. Kardinal König hat eine solche Diözesansynode zur Verwirklichung der Konzilsbeschlüsse und der Transponierung auf die faktische Ebene der alltäglichen Kirche sozusagen in Aussicht genommen. 1966 haben eigentlich schon die Arbeiten, die Vorarbeiten begonnen. Man hat Arbeitskreise eingesetzt und für verschiedene Themen und Dokumente Entwürfe einmal erarbeitet. Und Erzbischof Koadjutor Franz Jachim wurde vom Kardinal zum Präsidenten der Synode ernannt. Und er hat eigentlich wirklich das Verdienst, dass die Synode gut gearbeitet hat. Er hat das wirklich zu seiner Sache gemacht und sich da wirklich ganz hineingestellt bis zum Schluss. Teilweise hat es dann wirklich wöchentliche Tagungen, Sitzungen des Präsidiums der Synode gegeben, durch einige Jahre hindurch. Da ist also eine Menge Arbeit damit verbunden gewesen und ausgleichende und zusammenführende Arbeiten und Bemühungen. Es ist schon erwähnt worden, dass diese Synode, diese Diözesansynode, keine war, die dem Kirchenrecht entsprochen hat. Im alten Kodex aus dem Jahr 1917 hat es geheißen, und interessanterweise ist dieser Satz fast in den neuen Kodex von 1983 übernommen worden. Unicus est in synodo legislator episcopus. Gesetzgeber auf der Synode, auf der Diözesansynode, ist nur der Bischof. Alle anderen haben nur ein votum consultativum, beratend. Beratende Stimme ist immer etwas Eigenes, je nachdem, wie sie geschätzt wird. Ich erinnere mich an einen scherzhaften Ausdruck unseres langjährigen Kirchenrechtlers an der Fakultät, Professor Primitzhofer, der gesagt hat, diese beratenden Stimmen, die könnte man und werden manches Mal auch so eingeschätzt, der eigentliche Chef, der beraten werden soll, sagt, ratet, was ich beschlossen habe. Und das ist eine Versuchung von Votum Consultativum. Das war in diesem Fall hier nicht der Fall, aber das Interessante ist schon angedeutet worden, natürlich nach dem Kirchenrecht waren nur Priester Mitglieder der Synode, aber auch natürlich alles nur beratend und nicht beschließend. Erst wo der Bischof unterschrieben hat, die Beschlüsse, sind sie sozusagen in Rechtskraft erwachsen. Aber wenn ich mich recht erinnere, und es ist schon das Telefonat erwähnt worden,
Die Planung war, wir können keine Synode machen, nur mit Priestern, wir müssen das erweitern. Und faktisch war es eine Drittelparität. Ein Drittel Priester, ein Drittel Ordensleute, ein Drittel Laien. Die wurden dann auch nach einem bestimmten Schlüssel, den ich nicht mehr genau kenne, die Gesamtzahl wurde festgelegt und dann entsprechend auch die Gremien der Priester, Ordensleute, katholische Aktion und so weiter, so geordnet, dass man hier entsprechende Delegierte bei der Synode hatte. Und so kam es dann eigentlich zu dieser, wie gesagt, einmaligen Situation. Heute wäre das ein bisschen anders, aber ich bin auch nicht imstande, die kirchenrechtlichen Situation für heutige rechtlich korrekte Diözesansynoden zu erwähnen. Aber es ist so gelaufen. Die Synode ist also so zusammengesetzt worden und wie gesagt, es sind Vorarbeiten schon gemacht worden durch verschiedene Arbeitskreise und Kommissionen und diese Texte sind dann wirklich bis an die Basis, bis an die Pfarrgemeinden oder bis an pfarrliche Kreise behandelt worden. Und zwar so, dass man die nicht nur gemeinsam gelesen hat, sondern dass man auch die Möglichkeit hatte, Korrekturen anzubringen und die dann weiterzuleiten oder eben an die Leitung der Vorbereitung der Synode zuzumitteln. Und ich denke noch auch die theologischen Kurse, zu deren Veranstaltung wir uns hier zusammengefunden haben, haben hier sehr ausführlich solche Kreise gebildet und ich kann mich also an etliche erinnern, Frau Dr. Schmid, damals Chefin der theologischen Kurse, war da sehr darauf bedacht, dass wir uns da beteiligen und dass da auch möglich eine konkrete Diskussion und eine Aussprache über diese Vorschläge zusammenkommt und dass das weitergeleitet wird. Das würde ich sagen, es war zumindest bei der ersten Session etwas sehr Interessantes. Ich würde meinen, es hat noch nie eine solche flächendeckende für die Diözese Aktivierung eigentlich der Arbeit an solchen Texten gegeben seither. Die ist auch bei der zweiten und bei der dritten Session nicht mehr in diesem selben Maß gewesen. Das Interesse ist auch etwas erschlafft sozusagen. Aber wenn man von Mitarbeiterleihen spricht, dann war das etwas ganz Entscheidendes. Wichtig war, das ist eigentlich jenes Ergebnis, das äußerlich sichtbar auch bis heute ist, dass man die Diözese in drei territoriale Vikariate eingeteilt hat. Das ist erst seit der Wiener Diözesansynode geschehen. Jemand hat witzigerweise gesagt, Gott sei Dank fließt mitten durch das Diözesangebiet die Donau und insofern kann man also nördlich und südlich eigentlich sehr schön einteilen. Es war also kein Problem. Und Wien ist sozusagen fast ein Wasserkopf, der steht eigens für sich da und hat natürlich mehr Katholiken als die Zahl der Katholiken im Norden und im Süden der Diözese. Aber es ist nicht bei diesen Territorialvikariaten geblieben. An der Spitze, sozusagen Verlängerung der Diözesanleitung, sollten Bischofsvikare treten. Und diese Einheiten waren auch alle mit einem Gremium versehen. Wenn man von unten beginnt mit dem Pfarrgemeinderat, da hat es also an sich in den Statuten viel mehr Mitspracherechte gegeben, als das heute der Fall ist. Das musste dann später einmal verändert werden von Rom aus, weil der Pfarrer muss unbedingt der Vorsitzende sein, der kann nicht, also, wobei in den Dokumenten, die wir in dem sogenannten Grünen Buch haben, da wird ausdrücklich von einem Einspruchsrecht des Pfarrers gesprochen, das hatte er, gegen Beschlüsse, mit denen er nicht einverstanden war, der musste das auch begründen, aber es war durchaus nicht so, dass es nur nach dem Motto ging, ratet, was ich beschlossen habe. Es gab dann einen Dekanatsrat, auch einen Vikariatsrat und noch etwas ganz Interessantes, das sich eigentlich dann irgendwie das ausgelaufen ist. Es wurde auch
beschlossen ein Modus, wie denn die Person des territorialen Bischofsvikars bestimmt werden sollte. Genauer gesagt muss man sagen, es wurde ein Vorschlagsmodus erarbeitet, ein Dreiervorschlag, aus dem der Bischof den Bischofsvikar für Norden, Süden oder die Stadt ernennen konnte. Das war eigentlich eine sehr große Mitwirkung, Möglichkeit, die da geschehen ist. Es sind nicht immer die Erstgereihten dann ernannt worden, wobei man sagen muss, es ist zwischen erster und zweiter Sitzungsperiode auch Diözesan ein, in der Diözesanleitung ein großer Umsturz gewesen, aber ein positiver Umsturz. Der Generalvikar ist neu, das ist der Erzbischof Joachim, wurde zum Generalvikar ernannt. Er wollte unbedingt als Kanzler den jetzigen Weihbischof Kretzel. Schulamtsleiter ist der damalige Prälat Denk geworden. Die Amtsleiter bis zu dieser Zeit haben, es lebt keiner von denen mehr, dann darf ich das sagen, ein klägliches Bild bei der Synode abgegeben. Ich kann mich noch erinnern, die sind auf einem bestimmten Block gesessen und hat sich nie jemand zu Wort gemeldet. Und das war also äußerst ungenügend und daher war dann auch durch einige Personen, auch durch Kretzel, doch der Hinweis gegeben, hier müsste man an der zentralen Spitze der Diözese eine Veränderung vornehmen, was dann eben auch geschehen ist, denn es geht ja darum, dass hier etwas durchgeführt werden soll von Leuten, die auch an dem Interesse haben, was hier beschlossen werden soll. Insofern ist also es nicht nur bei dem Territorium geblieben, sondern auch bei der gremialen Ausgestaltung dieser Struktur der Diözese und damit natürlich auch Mitwirkung des Gottesvolkes durch Vertreter, durch die Laien. Wie gesagt, auch diese Mitwirkung bei der Bestellung des Bischofsvikars, die auch in dem Gründbuch, in den Beschlüssen kurz skizziert ist, kann man das nachlesen. Meiner Erinnerung nach hat Kardinal Schönborn diese Weise der Erarbeitung von Vorschlägen für die Ernennung des Bischofsvikars dann nicht weitergeführt. Sie haben auf dieser Einladung auch etwas erwähnt über die Neuordnung der Sakramentenspendung. Man muss zu dem Verständnis dazu sagen, dass in dieser Zeit, wo die Synode getagt hat und gearbeitet hat, unmittelbar nach dem Konzil, natürlich auch die Liturgiereform, die das Zweite Vatikanische Konzil angestoßen hat, konkret wurde. Die liturgischen Bücher wurden neu erarbeitet. Es ist fast zur selben Zeit geschehen, dass diese Dinge veröffentlicht wurden und auch mit den entsprechenden Richtlinien. Und insofern waren da die Bemühungen der Synode und die Durchführungsbestimmungen des Konzils parallel laufend und viele Impulse sind auch von dieser Seite gekommen. Ich denke nur zum Beispiel, der Vorrang des Wortes Gottes, der Wortverkündigung, der in der katholischen Kirche ja nicht so betont war. Man hat ja oft etwas natürlich ungemein einseitig gesagt, die Evangelischen sind die Kirche des Wortes, wir sind die Kirche der Sakramente. Aber das kann ja nicht auseinanderlaufen, sondern muss miteinander gehen. Und eine Sakramentenspendung ist in der heutigen Liturgie, in der nachkonziliaren Liturgie, immer auch mit einem Minimum an Wortverkündigung verbunden. Geht zum Beispiel an die Taufe. Etwas, was auch intensiv beraten wurde, dass Gespräche mit den Eltern, mit den Paten vor der Taufe geschehen. Nicht in dem Sinn, dass man möglichst viele Taufkandidaten ablehnt, sondern dass man möglichst vielen Eltern und Paten bewusst macht, was eigentlich in der Taufe geschieht. Es geht eigentlich primär um eine Katechese. Da sind teilweise in Frankreich Vorarbeiten schon gewesen und das haben wir eigentlich wirklich hier auch auf Schiene gebracht in den Beschlüssen der Diözesansynode, dass diese Taufgespräche stattfinden.
wünschenswert war ja auch vom Konzil, dass die Tauftermine so gelegt werden, dass möglichst viele daran teilnehmen. Ich erinnere mich noch, als Kaplan in den 60er Jahren, dass ich da Taufen hatte, wo der Täufling natürlich präsent war, die Patin vielleicht, die Hebamme und noch irgendein Verwandter. Und das ist alles gewesen. Wenn wir, außerdem war natürlich noch früher im Kirchenrecht, es müsste möglichst bald getauft werden, weil man Sorge hatte, wenn das Kind stirbt ungetauft, dann gibt es auch da theologische Verwicklungen, die Gott sei Dank in der Zwischenzeit niemand mehr berühren und kommt nicht in den Limbus Puerorum, das ungetaufte Kind. Und insofern ist das Ganze etwas auch von der Entwicklung entzerrt worden, vom Zeitablauf. Und diese Dinge sind auch dann schon sehr unterstützt worden durch die Bestimmungen der Diözesansynode, dass hier heute auch die Taufe eines Kindes nicht ein eremitischer Vollzug in einer kleinen Taufkapelle ist, sondern dass es wirklich auch ein Familienfest geworden ist. Das, würde ich sagen, ist auch eine Wirkung, nicht nur der Diözesansynode, aber auch eine Bestätigung. Denke an die Firmung. Firmungsunterricht, ich denke an meine ersten Kaplansjahre, das war in der Pfarre eine kleine Katechese von einigen Stunden, meinetwegen 6 Wochen, aber faktisch Katechismus vorgetragen, was über den Heiligen Geist und über die Firmung da irgendwo drinnen steht und was man bewusst machen wollte und wo man ein wenig in den Ritus der Firmung einführte. Minimal. Wenn ich heute denke, was sich da alles entwickelt hat an wirklich Firmkatechese, an intensiver Vorbereitung, dann ist das auch eine Frucht der Diözesansynode. Thema Bußgottesdienste, das war auch zu dieser Zeit ein heißes Thema sozusagen. Es war die Tendenz sozusagen, oder es gab die Bestrebung, ob man nicht die Bußgottesdienste anstelle der Einzelbeichte vollziehen könnte. Man bezog sich da auf die sogenannte Generalabsolution, die eigentlich aus der Zeit des Ersten Weltkrieges war. Also man konnte vor einer Schlacht, wo keine Einzelbeichten mehr möglich waren, eine Generalabsolution, eine allgemeine Lossprechung der Sünden geben, wobei man aber sagen müsste, demnächst, wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt zu beichten, dann sollt ihr das noch einmal tun. Bußgottesdienste. Nicht in dem Sinn, dass sie die Einzelbeichte ersetzen, aber so, dass sie die Umkehrbereitschaft, die Besinnung auf das christliche Leben fördern. Und insofern ist dann ja auch später fast der Wunsch geäußert worden, dass ein paar Mal im Jahr auch in den einzelnen Pfarrgemeinden Bußgottesdienste stattfinden sollen. Und da eine viel intensivere Besinnung auch im Licht des Wortes Gottes, das verkündet wird, geschehen soll. Und so sind also hier eine ganze Menge von Impulsen gelaufen. Und wenn man diese Beschlüsse der Diözesansynode anschaut, dann ist das eigentlich die ganze Länge und Breite des kirchlichen Wirkens gewesen, die da bedacht wurde. Eigentlich eine Fülle von Dingen. Vieles hat sich dann auch realisiert. Manches ist sicher auch liegen geblieben sozusagen und wurde nicht im Einzelnen weiterverfolgt. Aber im Großen und Ganzen war es wirklich ein mächtiger Impuls und es wäre gut, wieder einen solchen Impuls dem folgen zu lassen. Vielen Dank für diesen lebendigen Einblick. Man hat das Gefühl gehabt, dass Sie ganz in diese Zeit sich zurückversetzen konnten,
Es dürfte auch recht spannend gewesen sein, das eine oder andere, was da diskutiert wurde. Ja, vielleicht in der Diskussion dann. Ja, aber wir haben gesehen, da sind also einige Themen jetzt schon ans Licht gekommen, die einerseits die Diözesanstruktur betreffen, aber auch die Pastoral. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter mit Professor Martin Jeckle. Ich möchte ihn vielleicht kurz vorstellen. Er hat Physik, Philosophie, Mathematik und Theologie in Wien und Innsbruck studiert, war 2003 bis 2013 Professor für Religionspädagogik hier in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind interkulturelles und interreligiöses Lernen sowie ökumenisches, globales Lernen. Seit 2011 ist er Präsident des Koordinierungsausschusses für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Ja, das sind jetzt auch im Grunde die zwei Themen des Impulses auch schon angedeutet. Das Ringen um den Religionsunterricht und die Schulseelsorge, Stichwort Verkündigung versus Information. Und als zweites die Haltung der Kirche gegenüber dem Judentum und den anderen Religionen. Ich bitte dich um deinen Impuls. Ja, ich danke für die Einladung. Meine Rolle bei der Synode war unbedeutend, aber die Wiener Diözesansynode war für mich sehr bedeutsam. Ich habe sie ja als junger Erwachsener erlebt, von den Anfängern her, und welche breite Vorbereitung damit verbunden war, die Kommunikation, Diskussion, aber auch die Bildungsveranstaltungen rund um diese Diözesansynode. Es war wahrscheinlich die größte Erwachsenenbildungsinitiative in der Geschichte der Erzdiözese. Ich habe drei Themen, an denen ich auch exemplarisch manches zeigen will. Und das erste Thema betrifft die Schulseelsorge. Das Paradigma der Wiener Diözesansynode, das leitend in, würde ich schon sagen, in vielen, fast allen Bereichen war, war Gemeinde. In den theologischen Einleitungen der Diözesansynode steht ganz am Anfang, die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das war so gleichsam ein Eckpfosten. Und das war natürlich auch ein Kontrastprogramm gegenüber einem doch sehr starken Verständnis von Kirche als Hierarchie, der auch die Gläubigen angehören. Also dieses Kirche ist Gemeinschaft der Gläubigen und das Paradigma Gemeinde. Daraus wurde dann Pfarrgemeinde, auch wenn unverändert die Adresse Pfarramt heißt. Also manches ist vielleicht auch nur passiert im Sinne von Änderung des Namens, aber die Grundidee war sehr, sehr prägend für das Konzil. Und im Bereich der Hochschulseelsorge hat die Synode die Idee gehabt von Gemeinde in der Schule. Und das wurde auch später umgesetzt. Der Fokus war auf höhere Schulen, mittlere und höhere Schulen. Und man hat sich das so vorgestellt, dass die Gemeinde in der Schule gebildet wird aus den jungen Menschen und den Lehrern und Lehrerinnen. Und natürlich soll es auch einen Seelsorger geben, aber das Bemerkenswerte ist, solche Gemeinden brauchen eine Leitung. Und bei den Beschlüssen der Diözesansynode steht, man soll für die Leitung dieser Gemeinden geeignete Personen finden. Das heißt, da war die Idee, dass Laien Gemeinde leiten, bei Gemeinde in der Schule. Das ist ein Passus, der eigentlich aus meiner Wahrnehmung viel zu unentdeckt geblieben ist und auch in der jetzigen Diskussion um alle Reformbemühungen in der Diözese, auf den wurde gar nicht zurückgegriffen, dass dies eigentlich ja schon ein Beschluss ist, rechtswirksam ist.
Laien leiten Gemeinde. Zwar da reserviert auf Schule. Und damit war klar, Schulseelsorge ist nicht primär die Beseelsorgung von Personen, sondern Schulseelsorge bedeutet Aufbau von Gemeinden in Schulen. Und die sind verantwortlich für das christliche Leben an der Schule. Und es heißt auch ausdrücklich, sie sind auch, wissen sich auch verantwortlich für die Schule. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Religionsunterricht. Ich bringe die Sache mit dem Religionsunterricht nicht, weil mich der Religionsunterricht beschäftigt, das sicher auch, aber weil die Auseinandersetzung über den Religionsunterricht ein Beispiel dafür ist, wie Konflikte ausgetragen werden können. Denn katholisch war immer konfliktreich. Und wo es keine Konflikte gegeben hat, musste man sich Sorgen machen, katholisch. Also vor 50 Jahren, die Synode war voller Spannungen und Energie damit. Physikalisch ist Spannung Energie. Das Problem ist der Kurzschluss. Aber dem hat sich die Synode nicht hingegeben. Was war das Problem? Traditionell ist der Religionsunterricht ein Ort der Verkündigung. Und die Diskussion damals war, Religionsunterricht ist Information. Oder man könnte auch sagen, dort, wo man Neues erfährt. Wie stark dieses Paradigma Information, wie ein neues Paradigma die Diskussion bestimmt, zeigt sich ja auch in dem Stichwort informierte Gesellschaft, die Diözesansynode. Also der Diskurs außerhalb der Kirche zur Information hat also verschiedene Bereiche erreicht, war keine Erfindung der Kirche. Man sieht nur, wie da ein lebendiger Austausch ist. Und da gab es eben die Forderung der ganz modernen, Religionsunterricht ist Information. Ist er jetzt Verkündigung oder Information? Und interessant ist ja auch, dass der Religionsunterricht nicht im Bildungskapitel ist. Sondern an den bevorzugten Zielgruppen der Gemeinde. Bevorzugte Zielgruppen der Gemeinde hieß das. Und da gibt es ja auch junge Menschen, Kinder und Jugendliche, und da ist der Religionsunterricht angesiedelt. Und das Stichwort Information, naja, steht nicht wirklich für Bildung. Also der Diskurs war nicht um Bildung, sondern Verkündigung oder Information. Und die vorbereitende Gruppe, wird auch beschrieben, hat sich dann entschieden, an Verkündigung festzuhalten. Ich würde auch sagen, dem kirchlichen Mainstream wäre was anderes gar nicht zumutbar gewesen. Das hätte niemand mitgetragen. Und wie stark mit dem Wort Verkündigung eigentlich gedacht war, dass der Religionsunterricht Kirche in der Schule ist, Kirche in der Schule und damit eine Art exterritoriales Gebiet, zeigt sich auch darin, dass also betont wird, dass man dort auch beten lernt und feiern lernt. Warum ist es jetzt bemerkenswert, wie Konflikte ausgetragen werden? Erstens steht bei Verkündigung, dass natürlich auch der Religionsunterricht Informationen liefern muss. Aber das Bemerkenswerte ist der Leitsatz, der gleichsam die Durchführung des Prinzips Verkündigung sicherstellt. Und dieser Leitsatz heißt, der Religionsunterricht muss so erteilt werden, dass die Gesellschaft bereit ist, ihm ungeschmälert Raum zu geben. Ich sage das jetzt in Kurzfassung, ist ein bisschen komplexer noch formuliert. Der Religionsunterricht muss so erteilt werden, dass die Gesellschaft bereit ist, ihm ungeschmälert Raum zu geben. Das heißt, das Anliegen aller derer, die für Religionsunterricht ist Information, das heißt, gesellschaftlich akzeptabel, wurde als Durchführungsleitlinie beschlossen. Ich halte das für eine kreative Lösung und der Leitsatz ist eigentlich bis heute wichtig. Der Leitsatz ist bis heute wichtig. Der Grundsatzbeschluss Religionsunterricht Verkündigung ist Geschichte. Aber der Leitsatz gilt heute noch. Religionsunterricht muss sich vor Gesellschaft rechtfertigen können. Nicht vor der Kirche zuallererst, sondern vor der Gesellschaft.
Er wird ja auch mit gesellschaftlichen Mitteln betrieben. Dass der Religionsunterricht da nicht Teil von Bildung ist, das halte ich rückblickend für ein Problem. Aber zugleich muss man auch sagen, es gab damals keine Diskussion über Bildung, an der man dann auch die Frage religiöser Bildung hätte speziell anhängen können. Dass aber der Religionsunterricht Teil von Schule ist und auch Verantwortung für Schule hat, das ist zu dieser Zeit festgehalten worden und auch schon wichtig gewesen. Dritter Punkt. Es gibt ein Kapitel, das beschäftigt sich mit Nichtchristen, Juden, mit Nichtkatholiken, Juden und Nichtchristen. Allein die Überschrift ist schon bemerkenswert. Erstens, weil die anderen, bis auf Juden, mit negativ konnotiert sind. Nicht-Katholiken, Nicht-Christen. Sie sind also nicht Andersgläubige, sondern Nicht-Christen. Ich wurde einmal eingeladen zu einem Studientag Religionsunterricht mit Nicht-Christen in Südtirol. Habe ich gesagt, also dafür habe ich keine Zeit, aber wenn Sie einmal einen Studientag mit Religionsunterricht mit Andersgläubigen halten, würde ich kommen. Sie haben das Thema geändert. Also da sieht man, wie zeitbedingt das noch ist. Es war übrigens eine Zeit, in der auch die römischen Einrichtungen noch negativ bestimmt waren, mit Nichtchristen oder mit Nichtgläubigen. Jetzt heißen sie natürlich ganz anders. Also wir sind immer auch ein Stück Kinder der Zeit. Und das kann man bei so einer Lektüre sehr gut sehen. Bemerkenswert ist das Wort Jude. Das Wort Jude war in den 50er und 60er Jahren ein Unwort. Keiner hat es in den Mund genommen. Es gibt israelitische Kultusgemeinde, es gibt mosaischen Religionsunterricht. Also es hat eine Menge von Möglichkeiten gegeben, das Wort zu vermeiden. Und wer das Wort verwendet hat, hat irgendwie ein Tabu gebrochen. Von daher ist das Wort Jude in der Überschrift die einzige positive Benennung, ganz wichtig, und man kann offen das Thema erörtern. Das ist ein ganz großer Fortschritt in Wien. Und dann gibt es eine Reihe von Beschlüssen, die Nostra Aetate, das grundlegend neue Kapitel im Verhältnis zu Juden, auch in die Praxis umlegen. Etwa, jeder Katholik sollte eine ganze Bibel besitzen und nicht nur die halbierte oder wie auch immer. Oder in der Frage, welche Bedeutung das, die Lesungen haben sollten aus dem Alten Testament. Dann gibt es eine Menge Beschlüsse, wo man sagen muss, wir sind da wirklich weitergekommen. Der Beschluss, der die Wiener Fakultät betrifft, dass man dem Thema größere Aufmerksamkeit gibt, dass man auch jüdische Gelehrte einlädt und so weiter. Das hat die Wiener Fakultät kalt gelassen. Ich weiß gar nicht, ob das jemand gelesen hat. Also da hat sich nichts getan. Und es hat ja auch keine Institution gegeben, die sowas jetzt umsetzen können. Wegweisende Beschlüsse. Es war ja auch Weinzierl und Kurt Schubert bei der Synode dabei. Aber das Schmerzhafteste, das Problematischeste ist, was nicht drinnen steht. Ein Vierteljahrhundert nach der Shoah, ausgerechnet in Wien, findet die Synode die Shoah nicht erwähnenswert. Nicht erwähnenswert. Also ob das völlig bedeutungslos ist. Zwei Jahre später diskutiert die Würzburger Synode ein Schuldbekenntnis der Kirche, ein Versagen der Kirche in der Shoah. Natürlich ist die Kirche Teil der Wiener Gesellschaft. Und Österreich hat lange gebraucht. Und im Jahr 70 kann ich mich erinnern, am Stephansplatz die Plakate, ein echter Österreicher, Nationalratswahl
1970. Ein klar antijüdisches, antisemitisches Plakat. Hat keinen gekümmert. Niemand hat öffentlich Stellung genommen. Borodegewitsch, 1965, gab es eine Demonstration wegen der antisemitischen Vorlesungen. Dieser Herr Borodegewitsch war der Sekretär des Katholikentags 1933. Der kam aus der Mitte der Kirche. Zum Glück hat es damals niemand erwähnt. Zum Glück hat es damals niemand erwähnt. Ja. Also, wir können der Synode nur dankbar sein und allen, die daran mitgewirkt haben. Allen, die in all diesen Spannungen Perspektiven entwickelt haben, Lösungen entwickelt haben. Aber zugleich macht uns die Synode aufmerksam auf die Versäumnisse der Kirche von Wien durch Jahrzehnte. Ja, Martin Jeckle, vielen Dank für diese drei präzisen Punkte, die eben viel Unbekanntes ans Licht gebracht haben. Ja, der dritte Teil geht jetzt an Dr. Peter Pawlowski, Journalist und Autor. Auch er kein Unbekannter. Er hat Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert, war lange Zeit Hauptabteilungsleiter der Religionabteilung des ORF, hat unzählige Sendungen zu seinen Lebensthemen Kultur und Religion moderiert, 1998 den Axel-Corti-Preis erhalten und ist seit 2009 stellvertretender Obmann der kirchlichen Reformbewegung Laieninitiative. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie zu zwei Themen kurz sprechen werden, Kirche und Gesellschaft und natürlich Kirche und Medien. Sie haben das Wort. Ja, vielleicht, meine Damen und Herren, soll ich, was die Synode betrifft, noch hinzufügen zu meiner Vorstellung, dass es, wie schon berichtet, vorbereitende Kommissionen gegeben hat. Und da hat der damalige Pater Zeininger, der später Bischofsvikar von Wien geworden ist und den ich aus der Pfarre Kasgraben gekannt habe, mich engagiert, in diese Kommissionen zu gehen und sozusagen darüber zu berichten, damit die nicht ganz unabhängig voneinander tätig sind. Das war mein Einstieg und ich habe ja dann den Informationsdienst der Synode redigieren müssen. Das Besondere dieser Synode, das wurde schon erwähnt, war die Regionalität. Die Möglichkeit, die Kardinal König geschaffen hat, dass nicht nur Laien in der Synode gesessen sind, sondern dass auch in den Regionen der ganzen Diözese Gruppen gebildet wurden, die sich mit den Texten auseinandergesetzt haben und auch, dass in die Synode ihre Meinung in die Synode einbringen konnten. Nun, mein Thema ist Kirche und Gesellschaft. In der Synode hieß es Kirche und Welt. Und um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, die Synode hat sich vor allem mit innerkirchlichen Themen beschäftigt. Von den 268 Seiten der Dokumentation beschäftigen sie sich nur 19 mit dem Thema Kirche und Welt und Massenmedien. Das sind 14%. Ich möchte hier nur einzelne Texte herausnehmen, man kann das ja alles nachlesen, die mir bemerkenswert vorkommen. Sie haben darauf hingewiesen, dass mit den Religionen also hier nicht so umgegangen wurde, wie es eigentlich das Konzil vorgeschlagen hat. Es gibt aber den genauen Text, alle Weltanschauungen und Religionen seien zu achten. Das ist eine Feststellung
die die Intentionen des Konzils entsprechen und die man vor dem Zweiten Weltkrieg noch nicht hören konnte. Klar ist auch, und das ist vielleicht auch sehr wichtig, weil es eben mit der Zwischenkriegszeit aufgeräumt hat, dass die Synode sich klar für Demokratie erklärt hat, keine Partei präferiert hat, sondern nur gefordert hat, dass man sich mit Parteien beschäftigen oder sie wählen soll, wenn sie demokratisch gesinnt sind, den Menschenrechten verpflichtet sind und für die Selbstständigkeit Österreichs eintreten. Die Schwerpunkte politischen Handelns werden genannt an erster Stelle der Friede, an zweiter Stelle gleich die Integration der Gastarbeiter, was man heute wohl 1:1 auf die Flüchtlinge übertragen kann. Und drittens die Sozialpolitik. Schon damals gibt es Einwände gegen das, was heute als Klerikalismus kritisiert wird. Autorität, sagt die Synode, soll nur solchen Amtsträgern übertragen werden, die ihrer Aufgabe gewachsen und ihrer Unzulänglichkeit bewusst sind. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Versagen darf nicht beschönigt werden. Die Wiener Synode wendet sich auch gegen die Diskriminierung der Frauen. Der österreichische synodale Vorgang, der dann angeschlossen hat, wird noch deutlicher. Frauen sollen Diakone werden dürfen und die viel zitierten Viri Probati sollen zu Priestern geweiht werden. Die Bischofskonferenz hat das alles ausdrücklich abgelehnt. Mein zweites Thema, Kirche und Medien. Es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass das Problem des Konzilsdokuments Inter Mirifica sehr problematisch gesehen wird. Das war jetzt ein blöder Satz, entschuldigung, das Problem wurde problematisch gesehen. Die Vorlage über Kirche und Massenmedien, dieses Inter Mirifica, wurde abgestimmt, noch bevor die großen Texte über die Kirche, über die Bischöfe und über Kirche und Welt fertig waren. Im kleinen Konzilskompendium von Rana und Vorgrimmel, das Sie erwähnt haben, wird sogar argumentiert, dass der Text hinter Pius XII. Zurückgeht. Umso bemerkenswerter sind nun die synodalen Aussagen dazu. Da heißt es, die Kirche unterliegt den Gesetzen der öffentlichen Meinung. Sie hat Recht und Pflicht, sich der Methoden und Mittel der Öffentlichkeitsarbeit zu bedienen. Dabei ist eine wirksame und möglichst störungsfreie innerkirchliche Kommunikation wichtig. Die Kirche bekennt sich zur Freiheit der Massenmedien für die Meinungsäußerung und Kritik. Das gilt umso mehr für kritische Äußerungen aus den eigenen Reihen. Soll die Kirche nicht unglaubwürdig werden? Dann ganz klar, die Kirche wendet sich gegen jede Zäsur. Und dann noch, das ist vielleicht eine sehr wichtige Sache, ein breiter und vollständiger Zugang zu kirchlichen Informationen funktioniert nur durch die Mitwirkung der kirchlichen Amtsträger. Und die Kirche von Wien verpflichtet sie dazu, diese Informationen, die Amtsträger diese Informationen zu geben. Ein weiteres Problem nennt der österreichische synodale Vorgang. Die Kirche hat zu wenige geschulte Fachleute für die Massenmedien. Personeller Aufwand und finanzielle Mittel für herkömmliche Verkündigung für einen Bruchteil der Getrauften steht in einem krassen Missverhältnis zum Aufwand für die mediale Verkündigung. Ich habe das selbst erlebt, weil ich ja in der Religionsabteilung im ORF tätig war. Und da hat man den Eindruck gehabt, wer jetzt im Fernsehen auftreten will für ein religiöses Thema, der macht das aus einer gewissen eigenen Eitelkeit, damit er auch auf dem Schirm erscheinen kann.
von kirchlicher Seite wurde das in keiner Weise finanziell unterstützt. Die Anlaufstelle für all diese Probleme wurde 1971 das Zentrum für Massenkommunikation, das die Synode errichtet hat. Darin gab es die Kommission für Film, für Radio, für Fernsehen, zuletzt auch für die Presse. Die Filmkommission, das ist vielleicht nicht oft bekannt, gab es schon in den 20er Jahren. Also die Filme ins Kino gekommen sind und setzte sich ausführlich und schriftlich mit allen neu in die Kinos erschienenen Filmen auseinander. Das Zentrum gab dann auch eine eigene Zeitschrift heraus unter dem Titel Multimedia. Nun gibt es eine immer wieder wiederholte Fußnote bei den Beschlüssen des österreichischen synodalen Vorgangs, der lautet, die personellen und finanziellen Forderungen können nur im vorgegebenen Budgetrahmen der Bischofskonferenz und der einzelnen Diözesen erfüllt werden. Mit diesem Satz, der mehrfach unter die Beschlüsse von der Bischofskonferenz gesetzt wurde, lässt sich je nach Bedarf alles reduzieren und einstellen. So auch, obwohl erst einige Jahre später, das weitere Schicksal des Zentrums. Es ist übrigens kein Zufall, dass das größte und erfolgreichste kirchliche Projekt, das außerhalb der Religionsabteilungen im ORF verwirklicht wurde, nicht der Initiative des Zentrums entsprang. Das ORF-Studienprogramm, vielleicht erinnern Sie sich noch, wozu glauben, ist das Ergebnis von Bemühungen der katholischen Aktion und ihres direkten Kontakts mit dem Rundfunk. Denn die katholische Aktion, die bis heute von den Bischöfen klein gehalten wird, wurde vom Zentrum streng geschieden. Ich fasse zusammen: Freiheit und Eigengesetzlichkeit der Massenmedien, Ablehnung jeder Zensur und Öffnung der innerkirchlichen Diskussion. Das ist ein wesentlicher Punkt dieses Kapitels. Aber auch geringer Aufwand für die mediale Verkündigung. Wer ins Fernsehen will, muss das aus Eigeninteresse machen. Die allmähliche Entmachtung des Zentrums gerät unter bischöfliche Aufsicht. Die Krankheit Eduard Pleuers, der erstletzte Präsident des Zentrums war und am 4. Jänner 1998 gestorben ist, spielt da eine wirkliche Rolle. Er konnte sich nicht mehr wehren. 1998 wird das Zentrum zum Medienbüro der Bischofskonferenz gemacht und die Zeitschrift Multimedia wird eingestellt. Drei Gründe besiegeln schließlich das Ende in Zusammenarbeit, das Ende der Zusammenarbeit des Zentrums mit dem ORF. Einerseits das Unbehagen im ORF, weil Sprecher für die wichtigen Sendungen Christ in der Zeit und dergleichen in Kommissionen ausgemacht wurden und die ORF-Leute haben sich gefragt, wo bleibt die Autonomie des ORF? Dann kam noch verschärfend hinzu, dass Bischof Krenn gemeint hat, es dürften nur solche Leute im Fernsehen zur Religion sprechen, die die Missio Canonica haben. Das hat sich der ORF natürlich auch nicht gefallen lassen. Aber auch, man muss sagen, die Veränderung der Medienlandschaft. Filme im Fernsehen, Streaming, Abteilung Religion und Ethik, so heißt sie heute, im ORF. Das Zentrum hätte, um weiter zu bestehen, radikal umgebaut werden müssen. Heute ist vom Katholischen Zentrum für Massenkommunikation nur die Medienstelle der Bischofskonferenz übrig geblieben, die sich um Gottesdienstübertragungen im ORF kümmert. Gestatten Sie mir noch einen dritten Punkt. Meine Damen und Herren, ich komme noch einmal auf das Thema Kirche und Welt zurück. Es gab noch einen Arbeitskreis zu diesem Thema, der wahrscheinlich einen besonders aufmüpfigen Text erzeugt hat.
den einzigen übrigens, den das Plenum der Synode in Bausch und Bogen abgelehnt hat. Ich habe noch ein Tonband der gesamten Plenumsdiskussion, aber den Text habe ich nicht mehr. Da er abgelehnt wurde, ist er auch nirgends dokumentiert und meine Versuche, ihn wieder aufzufinden, sind bisher gescheitert. Vielleicht hat jemand von Ihnen noch Dokumente aus der Synodenzeit und kann mich auf eine Spur bringen. Ich kann den Inhalt des Textes also nur aus dem Tonband der Debatte im Plenum rekonstruieren. Manches mag da wirklich missverständlich formuliert gewesen sein oder in der Wiedergabe der Debatte verkürzt und so zugespitzt, dass die Ablehnung schon vorweggenommen war. Ich nenne nur drei Punkte. Es hieß dort angeblich, die Verchristlichung der Welt fordere die Verweltlichung der Kirche. Das kann man leicht missverstehen. Ebenso ungehorsam ist eine Tugend. Angeblich wendet sich der Text gegen die Einengung der Sexualität auf die Ehe. Obwohl schon in den von mir zitierten 7 Thesen, die auch angenommen wurden von der Synode, die Forderung zum Thema steht, Sexualerziehung, Überprüfung und Neuformulierung der Normen des Geschlechtslebens. Trotzdem war das Hauptthema der Debatte der Widerstand gegen eine offenere Auffassung von Sexualität. Es ist natürlich zu bedenken, dass 1968 praktisch zum Beginn der Wiener Diözesansynode die umstrittene Enzyklika Humanae Vitae herausgekommen ist. Zwar wollte der Arbeitskreis nur eine Kenntnisnahme seines Textes, keinen Synodalbeschluss, sodass darüber weiter diskutiert werden könnte. Aber auch damit konnte sich die Synode nicht abfinden. Mit 203 gegen 54 Stimmen wurde der Text verworfen. Und es wäre spannend, ob dieses Dokument, wenn es wieder auftaucht, ein halbes Jahrhundert später dasselbe Schicksal erleiden würde. Danke. Ja, vielen Dank für diese ergänzenden wichtigen Punkte und den Hinweis auf diesen verlorenen Arbeitskreis. Sehr spannend, aber leider gibt es nicht viel mehr, als Sie wahrscheinlich jetzt aus der Tonbandaufnahme uns berichten konnten. Ja, ein breites Spektrum, das jetzt in dieser kurzen Zeit auf den Tisch gelegt wurde. Ich schlage vor, eine zweiminütige Murmelphase oder Reflexionsphase, dass Sie sich nochmal vor Augen führen, was habe ich jetzt gehört, wo wäre es gut nachzufragen, wo würden Sie sich einbringen wollen, sodass man auch ein bisschen sich sortieren kann. Das gilt natürlich auch für alle, die online dabei sind. Die haben den Vorteil, dass sie sich jetzt etwas zum Trinken holen können, aber wir nicht. Gut, aber alle sind eingeladen, ein, zwei Minuten entweder zu plaudern, nachzudenken und dann steigen wir ins Gespräch am Podium ein.
Ja, ich darf Sie wieder ins Plenum rufen, bitten, das Murmeln langsam einzustellen. Und ich habe Weihbischof Kretzel gefragt, ob er auch aus seiner Sicht etwas ergänzen möchte, und das möchte er sehr gerne. Darf ich Sie bitten, vorzukommen? Ja, also ich freue mich sehr, dass Weihbischof Kretzel erstens gekommen ist und zweitens auch aus seiner Erinnerung jetzt sprechen wird. Ich habe auch schon gesagt, dass er maßgeblich auch beteiligt war und an der Wiener Diözesansynode. Also für mich ist das natürlich alles sehr interessant gewesen, obwohl ich glaube ich der Einzige bin, der das wirklich alles bewusst miterlebt hat, nicht? Weil ich der Älteste bin. Und ganz kurz nur, für mich hat sich in meiner langen Lebenszeit, 90 Jahre, eigentlich das alles vorbereitet durch den Wechsel des Papstes. Pius der XII. Ist gestorben und ich war dann beim Konklave seines Nachfolgers fast zufällig in Rom mit dem Kardinal König, noch als Zeremoniär, und habe Folgendes dort erlebt. Ich war Pius den XII. Gewöhnt als diese hehre Gestalt, auch äußerlich und natürlich mit einer völlig klaren Darlegung der Lehre und der Disziplin. Und nun sind wir zu Fumata auf den Petersplatz gekommen und haben gehört, Habemus Papam, und es kommt statt dem Pius dem XII. Ein dicker Mann heraus. Das war der Johannes der 23. Ja, das ist erst nachher geworden. Kardinal Roncalli. Und wir haben gedacht, wir fallen jetzt in das Mittelalter zurück. Aber interessanterweise, seine ersten Äußerungen waren schon ein Ruf zur Öffnung der Kirche. Und zwar in verschiedener Weise. In sich, zur Welt, zu den anderen Religionen. Und das hat uns sehr aufmerksam gemacht. Und nicht lange später hat er ein Konzil ausgerufen, was für uns also überhaupt völlig überraschend gewesen ist. Also damit ist eigentlich diese neue Kirchengeschichte eingeleitet worden. Und ich bin stolz und froh, dass ich das miterlebt habe. Und durch das Konzil ist ja alles, was heute auch für die Diözesansynode gesagt worden ist, erst möglich geworden. Und was die Diözesansynode selber anlangt, muss ich gestehen, ein großes Dankes, es ist zu wenig gesagt worden, auf den späteren Erzbischof Jachim, der die Vorbereitung der Diözesansynode in einer akriben Weise getrieben hat und sich so viel Zeit genommen hat für die Leute. Und dann der Präsident der Synode geworden ist und Kardinal König, bitte verzeihen Sie, wenn ich jetzt so offen rede, hat Jachim zum Generalvikar gemacht, obwohl es damals zwei Generalvikare gegeben hat. Das war Moser und Weinbacher, aber König hat gesagt, die sind wohl bei den Sitzungen dabei, aber ihre
Amtsgeschäfte kommt nichts, also von diesen Beschlüssen hin. Und damit hat er Jachim zum Generalvikar ernannt und Jachim hat dann gesagt, er wünscht, dass der Grätzl Ordinariatskanzler wird, weil der einerseits in Rom Kirchenrecht studiert hat, andererseits als Pfarrer von Lahn, der da ja auch von der Praxis was verstanden hat. Und so sind wir beide dann eigentlich mitverantwortlich für die späteren Ereignisse in der Diözesansynode. Noch ein ergänzendes Wort. Das Konzil hat auch über die Frauen gehandelt. Das ist heute gar nicht erwähnt worden. Und wir sitzen heute in einem Räumen, wo eine Margarete Schmid die theologischen Kurse gegründet hat. Und eine Hildegard Holzer, ein eigenes Seminar für Seelsorgshelferinnen gegründet hat, in das ich aus meiner Pfarrerzeit in La an meinem freien Tag gekommen bin und Kirchenrechtsvorlesungen gehalten habe. Und dann in der Ökumene, der Name wurde auch nicht erwähnt, die Christine Gleixner, die ich bei ihrem Requiem zur Mutter der Ökumene ernannt habe. Und ich habe sehr viel mit ihr zusammengearbeitet. Also in Wahrheit war es so, dass beispielhaft in Österreich und vor allem in Wien die Frauen eine besondere Rolle schon gespielt haben, wobei ich ergänzen muss, die Frau Dr. Schmid hat besser Theologie können als viele andere, vor allem Geistliche, weil sie in einer Gruppe mit dem Karl Rahner zusammen war und also eine modernere Theologie gehabt hat und auch darüber geredet hat. Aber ich möchte das zusammenfassen, das ist mir vielleicht auch zu wenig betont worden, dass alles, was hier geschehen ist, also an Personen hängt, ich erwähne noch einmal Jachim, aber auch an der theologischen Bildung, die es hier gegeben hat, nicht? Theologische Kurse. Die Seelsorgshelferinnen eine offizielle Tätigkeit in der Kirche, die in dieser Weise, glaube ich, in anderen Diözesen Mitteleuropas kaum in so deutlicher Weise gewesen sind. Wir sind stolz, dass das alles hier geschehen ist. Und so alles und daher haben wir heute auch und der jetzige Papst zum Teil vergebens aufruft zu einer synodalen Bewegung in der Kirche und in den einzelnen Kirchen sind wir eigentlich dieser Zeit um vieles voraus gewesen, obwohl ich gestehen muss, manches ist in der Zwischenzeit auch wieder eingeschlafen und muss nur neu erweckt werden. Und darum bin ich so froh über diese Tagung heute und über die Referate, wo wieder lebendig wird, was hier in diesen Räumen vor 50 Jahren besonders getan wurde.
das ist ein Zeichen, dass ich viel zu länger langsam rede. Man kann mich ja dann fragen. Ich danke allen, die heute gekommen sind, und zwar alle, viele darunter, die die Entwicklung der letzten 50 Jahre mitgestaltet haben. Bin stolz, mitgewirkt zu haben, und zwar aus meiner beiderseitigen Erfahrung, Kirchenrecht. Praktische Arbeit in der Pfarrseelsorge. Danke vielmals. Ja, lieber Herr Weihbischof, vielen Dank für diese persönlichen Erinnerungen und auch Appelle, die Sie uns jetzt gegeben haben. Jetzt auch hin zum Thema synodaler Prozess. Und ich glaube, dass wirklich diese, was Sie ganz am Ende angedeutet haben, diese beiden Standbeine, Theologie, Kirchenrecht auf der einen Seite und kirchliche Praxis und Nähe zu den Menschen auf der anderen Seite, dass das ganz, ganz entscheidend ist für Leitung in der Kirche und Arbeit in der Kirche. Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mich schlau gemacht, was sich online tut. Und bevor ich jetzt das Podium eröffne, möchte ich auf Chat-Einträge von Roland Czerny Werner, Kirchengeschichtler in Salzburg, auch Lehrender im theologischen Fernkurs, hinweisen, der eigentlich, das habe ich aber leider irgendwie nicht so präsent gehabt, auch hier sein sollte als Referent des Symposiums, weil er eine Habilitation über die Diözesansynoden in Wien, Linz und Salzburg geschrieben hat. Und er hat uns sehr kundige Hinweise jetzt online geliefert, dass er meint, dass es wohl die einzige Synode war, wo keine Priestermehrheit gegeben war. Und dass Kardinal König mit Kardinal Confalonieri telefoniert hätte. Und der Kardinal in Rom hätte gesagt, ja, das ist okay, solange es nichts Schriftliches darüber gibt. Über diese. Das hat Czerny Werner sicher jetzt auch wirklich aus den Dokumenten erforscht. Und auch zur Lehrstelle Shoah, das gibt es nicht nur in Wien, sondern auch in Salzburg. An beiden Orten hätte Erika Wenzierl in die Richtung gearbeitet, aber eben erfolglos. Ja, also das wollte ich eben aus dem Online-Chat noch beibringen. Und ja, vielleicht an der Stelle noch ein Hinweis, das möchte ich auch noch zitieren. Eine wichtige und bedeutsame Befragung aller Christinnen in der ganzen Synode 1967, dass hier also eine Befragung nicht nur an katholische, sondern nicht katholische Personengruppen erfolgt wäre und dass das also eine wichtige Quelle ist. Ja, soweit mit Dank an Roland Czerny Werner nach Salzburg. Dann darf ich bitten, die drei Impulsgeber und Markus Beranek aufs Podium. Es sind vier Tische bereitet. Ich nehme das Handmikro. Wir haben ja in der Ausschreibung zwei Fragen formuliert jetzt für das Gespräch. Die Wiener Diözesansynode als Auftrag für die Zukunft und das zweite wäre Impuls für den gesamtkirchlichen synodalen Prozess, der jetzt gestartet wird. Ja, vielleicht, ich denke, dass wir schwerpunktmäßig dann auf die zweite Frage gehen sollten, wobei klar ist, dass diese synodalen Vorgänge so unterschiedlich sind,
Es wurde also jetzt das Konzil hat völlig anders gearbeitet als die Wiener Diözesansynode. Die nachfolgenden Prozesse waren völlig anders, die Diözesanversammlungen waren völlig anders und auch dieser neue gesamtkirchliche Prozess, da weiß jetzt noch keiner, wie der genau ablaufen soll. Deswegen würde ich noch kurz eine Runde machen zum die Wiener Diözesansynode von dem Gesagten gehörten Auftrag für die Zukunft. Und vielleicht zunächst die Frage an dich, Markus, als Pastoralamtsleiter. Was hast du jetzt gehört? Was sollte man auf jeden Fall ja, weiterführen, nicht in Vergessenheit geraten lassen? Gibt es Dinge, die jetzt vielleicht auch wichtig werden, voranzubringen? Also, ich denke, ein, auch jetzt nochmal verstärkt auf dem Hintergrund auch des ganzen synodalen Prozesses, das, was ja durch die Wiener Diözesansynode möglich geworden ist, sind diese verschiedenen Formen der Mitsprache und diese verschiedenen kirchlichen Gremien, auch die etabliert worden sind, die sich manchmal vielleicht auch ein Stück totgelaufen haben, aber umso wichtiger, denke ich, die Frage, wie gelingt es uns heute, Räume zu schaffen, wo es möglich ist, gemeinsam über Kirche sein, gelebten Glauben und wirksam werden von Kirche in Gesellschaft nachzudenken und letztlich welche Formen auch rechtlicher Verbindlichkeit gilt, ist es möglich zu entwickeln, dass es nicht bei einer unverbindlichen Beratung bleibt, sondern dass wirklich deutlich wird, Kirche liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller. Und vielleicht so ein zweiter Aspekt, weil auch davon die Rede war, dass eigentlich ganz stark der Blick der Wiener Diözesansynode dann doch sehr, sehr stark auf das kirchliche Leben gerichtet war. Wir leben in einer Situation, wo mal so sehr, sehr schnell gesagt Kirche in der Gesellschaft vordergründig gesagt so an Bedeutung verloren hat. Die Herausforderung als noch einmal zu lernen, wie können wir auf Augenhöhe mit den Menschen unserer Zeit in einen Dialog treten, der nicht darin besteht, Menschen zuerst zu belehren, sondern wirklich auf Augenhöhe miteinander Lernende zu sein. In einer Situation, wo wir zunehmend Minderheit sind, wo wir der Realität anderer Religionsgemeinschaften begegnen und wo Dialog eine ganz wichtige Funktion, denke ich, hat im Sinne von auch damit gesellschaftliche Brücken zu bauen und vielleicht genau damit etwas von dem zu erleben, was Lumen Gentium nennt, die Kirche ist Sakrament, also Zeichen und Werkzeug für diese Einheit der ganzen Menschheit und der Einheit der Menschen mit Gott. Ja, die Frage, die Themen, die wir jetzt gehört haben aus der Wiener Diözesansynode und das, was heute ansteht für den synodalen Prozess, sind das ganz andere Dinge? Sind das jetzt primär historische Aspekte, die wir jetzt gehört haben, die ja vielleicht auch interessant sind? Ja, ich Hans einfach bitte. Ich glaube, man darf nicht übersehen, was in den 50 Jahren passiert ist. Zwei Päpste haben im Grunde versucht, die Erinnerung an das Konzil einschlafen zu lassen. Das heißt, man muss eigentlich sehr weit zurückgehen, um anknüpfen zu können. Und daher meine ich, dass die Frage, was die Wiener Diözesansynode für die vom Papst Franziskus ausgerufene Synodalität bedeutet, zwei Antworten verdient. Sie bedeutet, dass im kleinen Rahmen einer Diözese mit einem Bischof vom Format Kardinal Königs einiges weitergebracht werden kann, vor allem wenn eine breite
Beteiligung aller gegeben ist. Sie bedeutet aber leider gar nichts, wenn nicht das Kirchenrecht mutig verändert wird. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir in synodalen Ausschüssen und so weiter reden, wenn das Kirchenrecht, das solche Synodalität nicht kennt und die Verfügungsmacht allein den Bischöfen zuspricht, dass dieses Kirchenrecht, wenn das nicht verändert wird. Und ich habe immer den Eindruck, der Papst Franziskus hat wirklich einen neuen Stil gebracht. Er hat auch Erinnerung an das Konzil wiederbelebt. Aber vielleicht hat er den, was möchte ich sagen, naiven Gedanken, der ja in der Bibel steht, dass diejenigen, die leiten, eigentlich die Diener sein müssten. Und das heißt ja auch die Diener aller, nicht? Aber das, so funktioniert das nicht. Und zwar seit Jahrhunderten nicht. Und daher schreckt er offensichtlich zurück, Eingriffe ins Kirchenrecht zu machen. Wenn das nicht geschieht, kann man die ganze Synodalität vergessen. Kirchenrecht, völlig klar, aber das, was Sie zunächst gesagt haben, dass das doch sehr entscheidend ist, was in einer Diözese, auch in einer Synode passiert. Ich sage einmal, eine weltkirchliche, gesamtkirchliche Synode ist nur so gut, wie in einzelnen Diözesen gut synodal gearbeitet wird. Kann man das so mal als These hinstellen? Herr Professor Weißmeier, was sagen Sie zu dieser These? Entschuldige, ich habe physisch nicht alles verstanden. Wenn man älter wird, wird man ein bisschen derisch. Die These habe ich jetzt von der Wortmeldung von Peter Wabowski entwickelt, dass eine gesamtkirchliche Synode nur so gut sein kann, wie die Synoden in einzelnen Diözesen. Aber ich denke jetzt noch einmal kurz zurück an die Diözesansynode, an die Wiener Diözesansynode. Wir müssen, glaube ich, realisieren, wir sind weniger geworden und kleiner geworden. Die Diözesansynode hat eigentlich mit dieser großen Gremialisierung eigentlich auch eine große Summe von Menschen vorausgesetzt, die wir nicht mehr in diesem engen Sinn haben. Und wir sind vielleicht etwas übergremialisiert damals gewesen, ist ja nicht alles realisiert worden. Aber mir kommt vor, auch die Idee von Papst Franziskus, Synodalität ist primär mal Gemeinschaft, ein Miteinander auf verschiedensten Ebenen. Partizipation, wie auch dieser Schwerpunkt heißt. Und wahrscheinlich ist dieses Lebendigwerden des Glaubens auch in kleinen Gruppen und in den Gemeinden ganz wichtig. Manches Mal habe ich den heretischen Gedanken, dass wir uns wahrscheinlich zu sehr auf unsere territoriale Erstreckung verlassen. Wir können nicht mehr den Anspruch erheben, ein ganzes großes Territorium eigentlich. Dort sind überall Christen, aber die sind nicht mehr in einem so kompakten Sinn vorhanden, dass sie entscheiden können. Ich glaube, das, worum es geht, wir sind eh schon kleiner geworden, wir müssen das nur realisieren, aber nicht uns larmoyant niedersetzen und sagen, wir sind so wenig, wir sind nur mehr eine kleine Herde. Wir sind eine kleine Herde, die einen Auftrag hat und die offensiv werden müsste. Und ich glaube, das ist auch die Idee des Papstes Franziskus. Aber ich gebe dem Dr. Pawlowski völlig recht, man muss auch das Kirchenrecht in dem Sinn verändern. Nicht? Es geht nicht nur um die große Vision. Und das ist sicher nicht die Stärke des Papstes Franziskus, er ist kein Jurist und kein Kirchenrechtler. Und denkt vielleicht oft viel zu wenig, dass man das Ganze auch in greifbare Strukturen geben muss, beziehungsweise jene Hemmnisse, die es gibt in den gegenwärtigen Strukturen, zu beseitigen.
hat, bemüht sich immer wieder darum, aber das ist, glaube ich, nicht, das ist nicht seine Stärke. Leider, aber niemand kann alles. Und die Diözesansynode war eine große Vision. Ich glaube, das Zukunftsziel muss also wirklich mit unseren Möglichkeiten wirklich in die Tiefe zu gehen. Wir müssen wieder eine Gemeinschaft von Glaubenden werden, und zwar in einem sehr intensiven Sinn, und dann können wir auch wirklich einen Dienst tun in der Gesellschaft. Willst du dazu was sagen? Oder? Nein. Also ich glaube, jetzt gehört zu haben, dass ein Riesenunterschied ist in der Situation, in der Verfasstheit der Kirche, ja, 1970 und jetzt, dass allein da schon die Karten völlig neu gemischt, ja, sind, dass das Prozessuale, Kirche als Gemeinschaft, die aus dem Miteinander heraus etwas entwickelt, auch ein entscheidender neuer Punkt ist, der halt unter anderem Vorzeichen steht, vielleicht weniger unter den Streitvorzeichen und Konfliktdiskussionsvorzeichen von 1970, sondern eher eben unter dem Eindruck des Kleinseins. Aber die Frage, zeichnen sich Themen ab, die an der Zeit sind? Wir haben ja heute die Überschrift Zeichen der Zeit. Welche Themen, welche Zeichen stehen an? Also ich spiele eines ein, weil das in den Chat gekommen ist, Thema Frauen. Es wäre wirklich wichtig, dass die Frage der Berufung der Frauen ernst genommen wird. Also ich glaube, das ist ein Thema, das brennt. Und ich sage es, noch brennt. Es könnte der Zeitpunkt sein, dass die Frauen sagen, ja, das ist jetzt halt vorbei. Wir haben uns jahrzehntelang bemüht, aber wenn wir jahrzehntelang nicht gehört werden, dann suchen wir andere Orte. Also eine Möglichkeit, ein wichtiges Thema, glaube ich, das ist ohne Zweifel, aber welche Themen müsste es da geben? Ich nenne ein konkretes Beispiel. Also die Themen insgesamt liegen ja auf dem Tisch. Also überhaupt keine Frage, und das Beharrungsvermögen ist offensichtlich unbegrenzt gegenüber Veränderung. Die Grundidee vom synodalen Prozess ist natürlich im Widerspruch zum Kirchenrecht, hundertprozentig. Die Wiener Diözesansynode hat beschlossen, mit Sprache und mit Entscheidung. Das steht seit 1971 an, im Grunde genommen. Wurde ja ursprünglich umgesetzt, musste auf Intervention von Rom ja dann wieder geändert werden. Jetzt heißt es darin, hörende Kirche. Jetzt kann man hörende Kirche innerkirchlich verstehen und sagen, die kirchenrechtlich entscheiden, sollen auf alle anderen hören. Ist ein Aspekt. Aber in den Durchführungen des synodalen Prozesses gibt es noch einen anderen Aspekt, der knüpft im Grunde genommen an Gaudium et Spes 44. Ein Passus, der wenige Tage vor Beschlussfassung eingeführt worden ist. Und dort heißt es, was die Kirche lernt. Und sie lernt von Philosophie und etc. Und sie lernt, um der Offenbarung willen, sie besser zu verstehen, tiefer erfassen und angemessener verkünden zu können. Und da ist sie angewiesen auf Menschen, die wirklich was vom Leben verstehen, seien sie Gläubige oder Ungläubige. Und weiter heißt es dann noch, und sie lernt auch von ihren Feinden. Also eine hörende Kirche, die lernt von den anderen. Die Wiener Diözesansynode hat quer durch etwas damals proklamiert, die Wertschätzung der anderen. Das war die große Stärke, quer durch und neu. Der synodale Prozess setzt auch an, auf die anderen zu hören. Also einmal still zu sein. Der Diözesanbeauftragte für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Ferenc Simon, wird im Jänner rund um den Tag des Judentums Juden und Jüdinnen einladen zu einem Gespräch, wo sie gebeten sind,
Was wollen Sie der Kirche, der katholischen Kirche sagen? Und das werden wir protokollieren und weiterleiten. Und hoffen auf eine lernende Kirche. Eine lernende Kirche, die von anderen, auf andere hört, so wie Gaudium et Spes 44. Ein wichtiger Aspekt, ich habe also von der Notwendigkeit der Reform des Kirchenrechts gesprochen, ein wichtiger Aspekt ist dort auch eine Differenzierung in Regionen. Es ist unmöglich, gewisse Dinge für den ganzen Weltkreis vorzuschreiben. Bei uns in Europa sind die Frauen gesellschaftlich im Wesentlichen gleichberechtigt. Und man kann das denen, den Leuten in Afrika oder weiß ich wo, nicht aufzwingen. Die sind in einem Status, in dem bei uns die Frauen im 19. Jahrhundert oder noch früher waren. Es muss also möglich sein, dass etwas in einer Region der Kirche möglich ist und in einer anderen da noch zugewartet wird. Und ich möchte noch etwas sagen. Die Frage ist, was hält kritische Figuren in der Kirche? Ich habe ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. Bischof Weber, der ja lange Zeit die Medienkommission der Bischofskonferenz geleitet hat, war in Wien anlässlich des Todes vom Czoklich, des Grazer Czoklich, der im Graz begraben wurde, aber in Wien gab es noch einmal eine Gedenkveranstaltung. Und ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Bischof, also ich gestehe, ich bin in der Laieninitiative, die ist sehr kritisch. Und der sagt mir drauf, ihr könnt jetzt ruhig noch mehr und lauter schreien. Seither fühle ich mich natürlich bischöflich beauftragt. Aber was hält jemanden in einer Kirche, der gleichzeitig kritisch gegenübersteht? Also da sage ich nur ganz objektiv aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es die glaubwürdigen einzelnen Menschen sind. Und ich habe einige, die Sie auch kennen, Leute, die im Nationalsozialismus Gau verwiesen waren oder irgendwelche Schikanen erleiden mussten, Strobel und Mauer und so weiter, oder auch der vielleicht vielen bekannte Pater Josef Garcia Gascales, der im Spanischen Bürgerkrieg seinen Vater verloren hat, weil die Roten ihn erschossen haben. Das sind Leute, die aus diesen Erfahrungen heraus trotzdem oder gerade deswegen bei ihrem Glauben geblieben sind, und an diesen Leuten kann ich mich als Katholik auch emporranken, wenn ich so sagen darf. Und die sind für mein Leben, und ich glaube, das gilt für viele, außerordentlich wichtig, um bei einer Kirche, die jetzt mindestens 50 Jahre auf der Stelle getreten hat, zu bleiben. Ja, danke schön für dieses, das war jetzt ein Zeugnis. Glaubwürdige Persönlichkeiten, ich glaube, das ist jetzt nicht für Kirchenkritische, für junge Menschen auch entscheidend, für den Glauben sich zu erwärmen. Und zwei Stichworte haben wir jetzt für den globalen Prozess. Das eine ist diese Regionalität. Ist das möglich? Hält der Katholizität jetzt wirklich regionale, gravierende Unterschiede aus in Frauenfrage, in Fragen der Sexualität und dergleichen? Und der andere, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Hinweis, das Hören heißt nicht nur innerkirchlich aufeinander hören, sondern auch auf das andere, die anderen zu hören, ernsthaft wahrzunehmen. Die Zeichen der Zeit sind auch hier mit gemeint. Ich glaube, das sind wesentliche Elemente, die ich jetzt nochmal zusammenfasse. Möchte jemand direkt am Podium darauf reagieren? Sonst schaue ich einmal in den Raum.
Franz Josef Maringer. Es brauchen wir mutige Bischöfe. Also wenn Regionalität ist, könnte es nicht sein, dass in einzelnen Kirchenrecht, okay, aber auch der Kardinal König hat sich noch angerufen, können wir das machen, ja, solange es nicht schriftlich gibt, macht es das. Und es ist dann doch Realität geworden. Nicht? Ich bin beim Gerald Gump in der Pfarre seit 5 Jahren, dort funktioniert vieles synodal. Also natürlich unterschreibt der Pfarrer letztendlich, aber letztendlich trifft er Entscheidungen mit uns, mit seinen Gremien oder mit dem Pfarrgemeinderat, mit dem Pfarrleitungsteam. Braucht nicht die Kirche mutige Bischöfe in Zukunft oder jetzt, nicht in Zukunft, sondern jetzt, die sagen, okay, passt schon alles, aber probieren wir das einmal. Ja. Wer möchte? Ich glaube, dass ja. das, was ich jetzt weltweit gemeint habe, dass es Kulturen gibt in Afrika, in Asien, die mit gewissen Dingen anders umgehen als Europa, dass das sicher auch im kleinen Format ist, funktioniert und dass sich ein Pfarrer eigentlich überhaupt bei dem Priestermangel einiges herausnehmen kann und sagen kann, ich mache das so und er wird nicht hinausgeworfen werden. Ne? Ja, ich denke auch, dass das wirklich ein für mich schon ganz wichtiger Aspekt ist, einfach auch jetzt auch, geht ja dann auch in Richtung meiner Berufsgruppe, so dieser Aspekt von Selbstverpflichtung. Also auch wenn du jetzt mal nicht gleich das Kirchenrecht verändern kannst, aber einen Rat als Rat auch wirklich ernst zu nehmen und im Sinne einer Selbstverpflichtung einmal zu sagen, für mich hat das wirklich höchste Priorität, wirklich synodal zu arbeiten und nicht drüber zu walzen, sondern wirklich meine Aufgabe ganz massiv als Dienst zu verstehen, wie kann ich einen guten Entscheidungsprozess herbeiführen und wie kann ich dafür Rahmenbedingungen schaffen, dass alle gehört werden und dass das, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion von Leitung ist, diese Moderation zu ermöglichen. Also umso mehr diesen Entschluss fassen, das einfach ganz konkret zu tun, umso mehr, glaube ich, verändert das auch etwas an Kirche. Weil mein Eindruck, so wie ich meine, den Papst jetzt verstanden zu haben, ist, dass er in vieler Hinsicht jemand ist, der träumt und der die Vision von einer Kirche hat, die anders sein könnte. Und der noch nicht in manchen Punkten sieht, wie das sich ganz konkret, wie sich so im Einzelfall überall Nägel mit Köpfen einschlagen lassen, aber der so eine ganz große innere Gewissheit hat, wenn das gelingt, dass Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit aufeinander hören, also nämlich, dass die einen wirklich den Mut zum offenen Wort haben und nicht einfach nur immer monoton also so vor sich herreden, oder, also, sondern im Sinne wirklich achtsam das sagen, wo sie wirklich zutiefst spüren, dass es anzusprechen ist und die anderen wirklich in einer Art und Weise zuhören, dass da eine Veränderung stattfindet, dann hat er, glaube ich, die Überzeugung, dass aus diesem Prozess alle verändert herausgehen. Also wie bei einer guten Sitzung, wo ich das ja auch im Pfarrgemeinderat oft genug erlebt habe. Du gehst in die Sitzung rein, hast eh schon eine fixe Vorstellung und den Tagesordnungspunkt bringen wir schnell durch und dann entsteht eine Diskussion und auf einmal geht man mit einem völlig neuen Ergebnis raus und hat das Gefühl, das ist gut, da ist jetzt was gemeinsam was gelungen und wir haben da gemeinsam etwas weitergebracht und jetzt stehen, also im Idealfall, stehen dann wirklich alle dahinter. Das ist natürlich schon ein ganz hoch angesetztes Ideal und das halte ich schon auch für wichtig, dass dann auch schlussendlich, dass das im Kirchenrecht seinen Niederschlag findet, aber andererseits, wenn die Haltung nicht ganz konkret praktiziert wird, dann bleibt da, also es lässt sich halt auch nicht nur einfach verordnen. Ich kann meinen Vorredner nur zustimmen. Meine Heimatpfarre ist St. Rochus. Wir haben vorkonziliar damals schon in 1958 einen Volksaltar eingeführt. Das heißt, ich sehe es schon wichtig an, dass wir in den, dort wo wir selber sind, auch Initiativen setzen. Und das kann ich nur unterstützen und dem Professor Weismeier verdanke ich, dass ich ausgebildet worden bin als Taufgesprächeleiter. Und wir haben in St. Rochus Pfarrer
Erwin Hesse, hab ich mit jemandem anderen Taufgespräche geführt, als Laie in den 70er Jahren. Vielleicht ein, ja, bitte. Das ist jetzt ein bisschen etwas anderes. Wir dürfen uns nicht nur aufs Kirchenrecht verlassen, aber das ist eine ganz wesentliche Sache, dass das auch ermöglicht wird. Ich fahre jetzt nicht auf ein Abstellgleis, aber zu dem Ganzen gehört auch dazu, wie werden Bischöfe gefunden und ernannt. Also ich glaube, dass das auch etwas ganz Wesentliches ist. Das ist jetzt immer eine Geheimaktion. Und die Frage, wie kann Mitwirkung des Kirchenvolkes, das ist eine heikle Geschichte, wir wollen also keine Volkswahlen, aber da muss man also Möglichkeiten finden, denn sie müssen berücksichtigen, die Bischöfe, die jetzt auch ein Konzil ausmachen würden, sind meistens also unter Johannes Paul II. Ernannt worden, und damit breche ich kein Geheimnis, aber in den vorlaufenden Fragebögen für einen Kandidaten waren natürlich auch immer bestimmte Positionen vorgesehen, zum Beispiel Stellungnahme zu Humane Vitae, Stellungnahme zu Zölibat. Wenn jemand irgendwo einmal schriftlich etwas von sich gegeben hat, was ein Fragezeichen bedeutet oder eine, der konnte nicht Bischof werden. Nicht, das geht nicht, der hat sich nicht selber beworben, sondern es sind also Kandidaten unter dieser Rücksicht sozusagen versucht worden zu beurteilen. Also das heute also auch für etwas ganz Wesentliches, ist auch immer wieder versucht worden, da Wege zu finden, und das halte ich wirklich auch für die Zukunft entscheidend. Wir sind eine apostolische Kirche, und dieses Leitungsamt ist keine Diktatur, es geht um ein Mitbestimmen, aber es ist immer wichtig, wer wird hier an die Spitze gesetzt und wie weit kann der Initiativen aufnehmen und befördern. Das ist nicht die wichtigste Sache, aber es ist eine sehr wichtige Sache. Während die Frau Münster-Fischer zur nächsten Wortmeldung gibt, spiele ich etwas aus dem Chat ein. Also ich spiele nicht am Handy, sondern ich schaue, was im Internet an Meldungen kommt. Wieder Roland Gianni Werner, er sagt, interessant an der Diözesansynode ist, glaube ich, dass sie einen synodalen Möglichkeitsraum gestaltet hat, trotz des Kirchenrechts. Und er schlägt dann vor, ich denke, wenn mutige Bischöfe bei Papst Franziskus intervenieren würden, wie es König oder Rohrer nach dem Konzil taten, könnte es vielleicht durchaus wieder zu Sondererlaubnissen kommen. Also da spricht der Kirchengeschichtler ganz ermutigend. Das heißt, man muss Dinge entwickeln sich in der Kirche ja immer gegen die Lehre, gegen das Kirchenrecht. Das ganze Konzil wäre vor dem Konzil verurteilt worden in allen Positionen. Also das wäre jetzt die mögliche, ja, also der Vorschlag von Roland Gianni Werner eben, weil die Diözesansynode in Wien trotz des Kirchenrechts sich Freiräume schaffen konnte, wäre es zu überlegen, konkrete auch erwirken zu wollen. Zu Professor Weißmeier. Bei einer Bischofsweihe, bei jeder Bischofsweihe im Dom, wenn ich dabei war, kommt eine Frage, die lautet, hat das Volk zugestimmt? Ja. Ja? Und das gibt man einen Stich. Das ist die eine Erfahrung. Die zweite Erfahrung, bei der Zeininger, dessen Sekretär ich sein durfte, hat einmal so charakteristisch sein Haupt auf den Schreibtisch gelegt, hat nichts erzählt, hat nur gesagt, ich bekomme jetzt eine Liste, wer Bischof und so weiter. Herbert, bete, es ist eine Katastrophe, Namen, die dort stehen.
Ich darf noch etwas dazu fügen, angeregt durch einen Wiener Pfarrer, der mir auch den Titel gegeben hat, und zwar, es bedarf für den Bischof eine Diözesankonklave. Und ich habe mir erlaubt, aus meiner Erfahrung als Vikaratssekretär, wo ich Bischofsvikarswahlen organisiert und so weiter, Dechantwahlen, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie so etwas aussehen könnte. Zulehner hat gebeten, momentan hat dieses Dokument, Professor Zulehner, was er damit macht, weiß ich nicht, aber es wäre eine, es gibt Möglichkeiten. Wir haben ja die Gremien da. Wir haben ja die Gremien. Das geht ja, und es ist keine Frage, dass nach wie vor der Papst das letzte Recht hat, das er zu nennen. Aber auch aufgrund eines Vorschlags. Er nennt ja auch nicht aus dem Freien. Er erwähnt ja noch Nunzien oder was er heute zugetragen bekommt. Aber das wäre, und noch etwas, wir hätten uns 10 Jahre dunkle Diözesangeschichte erspart, wäre das Volk eingebunden gewesen in die Bischofswahl. Danke. Ja, ich glaube, das ist, findet allgemeine Zustimmung. Ich habe ein wenig auf die Uhr geschaut auch und wir sollten in die Schlussrunde kommen und meine Bitte an das Podium jeweils ist, sich in 50 Jahre weiter zu versetzen. Das wäre also 2071. Sie blicken zurück auf diese jetzt beginnende gesamtkirchliche, also diesen Prozess und stellen sich vor Augen, was war das entscheidende Moment, dass die Kirche ganz nach vorne, ganz neu aufgestellt hat in diesem synodalen Prozess. Wir wissen natürlich nicht, wie es sein wird, wir wissen nicht, was kommt, aber im Idealfall, ich frage jetzt auch gar nicht, was dann sein wird in Kirche, aber was wäre jetzt in Ihrem Rückblick der entscheidende Punkt, der der Anlass war, den Ausschlag gegeben hat, dass die Kirche sich in ihrer Sicht richtige Richtung entwickelt hat. Ich hoffe, es war nicht so kompliziert, die Fragestellung. Also ich glaube, es war die Idee, ich weiß nicht, ob sie von ihm selbst gekommen ist oder jedenfalls hat er zugestimmt, dass der Kardinal König wirklich alle beteiligen wollte. Und ein Konzept entwickelt hat aus zwei Elementen. Erstens einmal hat er einen Brief geschrieben und hat darauf über 10.000 Antworten bekommen. Was soll in der Kirche als wichtigste, in der Synode als wichtigstes behandelt werden? Und da ist auch wieder die Sexualität sehr weit vorne, an zweiter oder dritter Stelle. Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Und dann noch die Teilung der Diözese in Regionen, in denen jeweils einige Dekanate zusammengefasst waren. Und die konnten sich mit den Texten auseinandersetzen und konnten auch Synodalen in das Plenum schicken. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu eurem bisherigen Methoden der Findung von Entscheidungen in der Kirche. Und das muss ich sagen, das verdanken wir eigentlich dem Kardinal König. Danke. Aber nicht ganz die Fragestellung erfüllt. Ich habe es wahrscheinlich zu kompliziert gesagt. Wenn Sie das jetzt hochrechnen auf die jetzige, auf den neuen synodalen Prozess, den gesamtkirchlichen, was wäre es im Rückblick, müsste da das Entscheidende gewesen sein? Also wenn man jetzt, Sie haben jetzt das sehr, sehr präzise für die Diözesansynode gesagt, aber wenn Sie in 50 Jahren zurückblicken würden auf den gesamtkirchlichen synodalen Prozess, ja, was wäre es dann, was entscheidend war für eine gute Zukunft der Kirche? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, was ich schon gesagt habe, ich glaube, es braucht entscheidende Änderungen des Kirchenrechts
und zwar was die Mitbestimmung betrifft und was die Regionalität der katholischen Kirche bedeutet. Und wenn das nicht geschieht, dann ist das Ganze sinnlos. Oder mindestens, man wird reden, aber es wird nicht viel weiter bringen. Also. Danke. Im ersten Jahrhundert war die Stärke der Kirche die Vielfalt der Gemeinden. Und da ist niemand auf die Idee gekommen, allen Gemeinden einen Brief zu schreiben oder das irgendwie zu vereinheitlichen. Und es hat auch Lösungsmechanismen gegeben, wo es um Entscheidungen ging, um Konflikte ging. Allein die Entscheidung Judenchristen, Heidenchristen war ja nicht so leicht. Ob nicht der synodale Prozess dazu führt, dass die Kirche die Vielfalt nahe schätzen lernt. Die Vielfalt, in der sie, die sie selber in sich hat und nicht normieren will. Und das katholisch mit Weite zu tun hat, nicht mit Enge. Und dass man katholisch wird durch Hören. Und nicht, weil man zuallererst was zu sagen hat, sondern nur als Hörender dann auch spricht. Und dass die Vitalität der Kirche davon lebt, dass es viele gibt, die sich einfach nicht mehr alles vorschreiben lassen, sondern in der Mündigkeit das praktizieren, und Mündigkeit heißt Verantwortung. Und heißt nicht Beliebigkeit. Und christliche Freiheit ist verantwortete Freiheit. Und in dieser Freiheit katholisch sind auf der ganzen Welt. Danke. Markus, bitte. Ja, ich schließe das sehr unmittelbar an. Ich stelle mir das so vor, es könnte sich ja noch ausgehen in 50 Jahren. Wir sitzen zusammen, kurz nach meinem 100. Geburtstag. Und da werden Geschichten erzählt von Menschen, die einfach in ihrer Leidenschaft für das Evangelium wach geblieben sind, mutig geblieben sind, gehört haben und gleichzeitig den Mund aufgemacht haben, die sich eine große innere Gelassenheit genommen haben, die sie aus dem Evangelium heraus entwickelt haben und die auf diese Art und Weise an ganz vielen großen und kleinen Schlüsselsituationen in Pfarren, in der Diözese, in der großen Gesamtkirche Prozesse ermöglicht und ausgelöst haben und auf diese Art und Weise etwas weitergebracht haben. Ja, für mich, ja, ich will also nicht den Rückblick von den fiktiven 50 Jahren machen, denn das überfordert mich. Und uns alle. Ich bin überzeugt, wir leben nicht von Strukturen, sondern wir leben vom Hören auf das Wort Gottes und von der Feier der Eucharistie. Das klingt jetzt sehr primitiv, das ist aber das Zentrale. Gläubig sein heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz, wie das so schön im Invitatoriumspsalm heißt. Christus ist gegenwärtig in der Kirche, in der kleinsten Einheit, wo eben Wort Gottes gefeiert wird, wo Eucharistie gefeiert wird und wo das Zeugnis christlicher Liebe gelebt wird und gegeben wird. Und ich würde jetzt sagen, ich erwarte mir von dieser Synodalität ein größeres Miteinander, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern dass hier lebendige Gemeinden entstehen und alles andere ist dem gegenüber sekundär, ist wichtig. Aber da haben wir noch einiges vor uns. Es ist nicht so wichtig, wie viele
Tausende wir auf der Statistik haben, sondern wie viele lebendige Christen haben wir in lebendigen Gemeinden, und die können etwas verändern in der Welt. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht noch einmal einen Crash als Kirche erleben werden. Nicht in dem Sinn, dass wir untergehen. Glaube ich nicht. Die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen. Das ist meine Überzeugung. Ich qualifiziere jetzt niemand mit der Hölle. Aber vielleicht brauchen wir so einen Stoß von außen, um wieder zu einer neuen Lebendigkeit zu kommen. Und der Stoß ist schon da, teilweise. Klingt ein bisschen pessimistisch, für mich ist es positiv. Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Wobei ich schon auch manchmal den Eindruck habe, manche in der Kirche arbeiten daran, dass der Stoß kräftig ausfällt. Der ist ja schon da. Ja, ist schon da. Ja, vielen Dank an Sie alle, an euch alle, an alle, die Sie gekommen sind, an alle, die online dabei waren. Es gibt noch Möglichkeit zur Nacharbeit. Sie bekommen in den nächsten Tagen ein E-Mail mit dem Handbuch der Synodentexte, wo Sie alle Texte der Wiener Diözesansynode noch nachlesen können. Einen Beitrag von Peter Pawlowski über Kirche und Massenmedien aus 1976 und die Buchempfehlung von Roland Czerny-Werner, den Sie jetzt alle schon aus dem Chat kennen, dessen Buch eben Das Konzil kommt unten, Diözesansynoden in Österreich bei Herder 21 erschienen von Salzburg, Wien, Linz. Also den Literaturtipp, den kriegen Sie dann in diesem Mail mit und vielleicht auch aus dem Chat sogar den Auszug daraus. Sie müssen aber den Preis dazu sagen, dann kauft sich das niemand. Also solche Bücher sind normalerweise nicht so günstig, sagt Professor Weißmeier. Aber wir werden sie jedenfalls in der Bibliothek der theologischen Kurse haben und da können Sie es auch entlehnen. Gut, wenn Sie... Vielleicht könnt ihr mitschicken, wir haben ja eine Reihe von Statements zu den Synodentexten gesammelt und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz lohnenswert, die nachzulesen. Schaue ich das jetzt dazu, nehme dann noch. Ja? Dankeschön. Ja, dann haben wir beim letzten Newsletter eingeladen, zum neuen synodalen Prozess sich auch zu äußern, inhaltlich. Das ist weiterhin möglich. Bitte Fragen, die sich erwarten im Zusammenhang dieses Prozesses, bitte einfach den letzten Newsletter anschauen, vor einer Woche circa, und Sie können dann noch teilnehmen. Ansonsten gibt es weitere Veranstaltungen der Akademie am Dom. Wir planen und werden das, solange es möglich ist, auch diese online, nicht nur online zu machen, sondern auch in Präsenz vor allem zu machen. Also es wird jedenfalls, solange jetzt kein absoluter Lockdown kommt, alles auch hier in Präsenz besuchbar sein. Es kann sein, dass einzelne Veranstaltungen zwar der Referent online referiert, aber es ist dann im Saal übertragen und das hat sich gezeigt, dass die Präsenzbeteiligung eine viel höhere ist als die Online-Beteiligung. Ja, aber Sie haben das blaue Heft eh vor sich, nehmen es mit, geben es weiter und ich danke noch einmal fürs Kommen unter diesen schwierigen Umständen, ums Mitdenken, Mitsprechen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und noch einmal vielen Dank ans Podium.